Da sind wir auch wieder. Jetzt geht's ab in den Aufzug, nachdem wir letztes Mal die geile Kamera geplündert haben. Ja, sofort. Ich komme unten. Was trinken? Sehr gut, sehr gut. Das Trinken hört sich gut an. Prost an euch, die jetzt auch gerade zum Glas greifen. Oh. Ich setze die edle Plastikflasche an. Ja, aber wird schon echt knackiger so. Mich würde interessieren, wie viele von den Zuschauern das Spiel sich auch zugelegt haben und es auch schon mal probiert haben auf Unmöglich. Es macht schon Spaß. Ja, auf jeden Fall, aber hammerhart, ey. Warte. Oh, cool. Gut, dass ich jetzt nachgeladen habe. Modus haben sie gut. Ja, der macht richtig Spaß. Ich frag mich nur, wie man das alleine schaffen soll. Der gute Bruger hat mir im Stillen erzählt, dass er das selber macht. Alleine. Und ich frag mich, wie. Ich frag mich echt, wie. Ob die Gegner da vielleicht noch ein bisschen angeglichen werden oder nicht, weiß ich nicht. Aber schon echt knackig. Das ist? Wir sollen da runter. Aber mir gefallen die ganzen Lüftungsschächte hier nicht. Warte mal, ich suche mal kurz nach dem Botplatz. Oh, oh. Gegner? Bin da. Okay, in die Ecke. Hier ist kein Lüftungsschacht. Stase und Shotgun. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit Ich-Stase und dann sagst du danach Ich-Stase, okay? Damit wir immer wissen, wer gerade dran ist, damit wir die immer schön von uns weghalten. So, jetzt würde ich aber gerne meinen Sucherbot aussetzen. Ressourcensammler online. In meiner letzten Leistungsbeurteilung stand so. Mangelnder Enthusiasmus. Was okay. Dazu führt, dass es eher an Enthusiasmus. Ja, also mit der Shotgun geht's. Zum Glück werden die davon gut zurückgeworfen. Aber was ist das denn hier? Kontrollzentrum, oder? Für die. Angenehm. Gucken, ob ich irgendwas einlagern kann. Ah ja, klar, das geile Zoom-Fernrohr. Ich muss echt aufhören, mich am Bart zu kratzen. Ich höre das jedes Mal in der Aufnahme und denke mir, scheiße, hör doch mal auf, dich am Bart zu kratzen. Und man hört es jedes Mal. Kompakte konische Streuung, okay. Nee, das lasse ich alles so. Munition geht auch noch klar. Ich könnte mir, glaube ich, noch ein, zwei Medipacks bauen. Ja, komm. Bauen wir uns mal zwei Stück von. Willst du auch ein großes Medipack? Nee, ich habe Medipacks, habe ich eigentlich noch. Okay, dann baue ich noch eins zur Sicherheit noch. Ich kann meine interne Uhr einfach nicht resetten. Zwei, drei Munitionsclips. Es wird gerade gesagt, er kann seine interne Uhr nicht resetten. Das denkt immer noch, er wäre 200 Jahre in der Zukunft. Und dann so als Schluss kommen, dämliches Ding. Wie gut. Okay. Sollen wir es krachen lassen? Beziehungsweise sollen wir uns crushen lassen? Oh, Munition, geil. Habe ich gerade Tonnen von gebaut. Da ist bestimmt wieder was drin. Sonatgel. Hexlock. Okay. Warte, erstmal die gute Munition. Die muss leider dem. Da muss leider der Text warten. Hast du schon aufgesammelt, ne? Ja. Alles klar. Okay, hier geht's weiter. Oh, diese große Ey, in dem Raum, erinnerst du dich? Ja. Stase-Teile. Aber exakt hier war ich doch schon mal. Weißt du das noch? Da habe ich von der Mülldeponie diese Sachen aufgesammelt. Aber da warst du aber nicht. Hier ist übrigens ein Artefakt, geil. Habe ich letztes Mal liegen lassen. Gut, nochmal hier zu sein. Ich meine, der Weg war jetzt komplett anders. Aber exakt hier war ich schon mal. Warte mal, ich soll vielleicht nicht stumpf reinlaufen, bevor wir uns überhaupt einen Plan zurechtgelegt haben. Geht's ja auch nicht weiter. Sobald wir den ziehen, geht's los. Also, was machen wir? Jetzt können wir jetzt. Hier ist einer. Da ist einer. Hier in der Ecke ist keiner. Also in der hier kann uns nichts in den Rücken fallen. Scheiße. Okay, vergessen wir das. Warte mal, was ist hier? Hier ist einer. Boah, das sind eine Menge Lüftungsschächte. Hier sind auch zig Stück. Ey, das Einzige, was uns bleibt, ist die Mitte, ne? Hier so. Vielleicht. Ja. Kann man die aufheben? Nein, kann man nicht. Kann man draufschießen? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ja, wir müssen eigentlich hier defen. Und vielleicht... Boah.
Ey, ich habe keine Ahnung wie. Weil da ist jetzt schon wieder der nächste Schacht, wo die an den Rücken fallen können. Wie sollen wir es machen? In die Mitte hinstellen, in irgendeine Ecke da. Das Ding ist hierhin, also da drunter können wir nicht. Ja, ja, ich würde sagen, ja, so hier ungefähr, oder? Wenn jetzt hier einer rauskommt, den zerpflücken wir schnell und wenn über dir oder hinter mir einer rauskommt, können wir uns gegenseitig Bescheid sagen. Dann haben wir den ganzen Raum so weit im Blick. Hier den Gang und den. Okay. Linke Seite und alles klar. Bist du bereit? Ab geht's, sterben. Jetzt kommt gar nichts, der lacht nicht. Doch, natürlich kommt was. Oh fuck, jetzt geht's los. Ich komm zu dir, ich hab Angst alleine. Die Kleinen, okay, die Kleinen. Es ist Zeit für meine Flammenwerferwaffe. Okay, okay, okay. Ey, wenn das hier kommt, sind wir am Arsch, ne? Weg von den Schächten. Okay, da hinten. Ich lade nach. Okay, Kleine. Wo ist der Sack? Da hinten. Schieß den Sack zuerst. Okay, safe. Die Kleinen wieder. Down. Wenn so ein Sack jetzt hinter mir rauskommt, dann war Spaß, ne? Okay, down. Lass den Sack am besten liegen, können wir draufschießen, wenn die näher kommen. Wie das war's? Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte schon sagen. Da kommt gleich einer raus. Und bumm. Nice. Wow. Großer, großer, großer. Auf die Shotguns wechseln. Nice. Und hier hinter uns. Fick dich. Oh, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Okay. Okay, ich. Nein, ich muss nachladen. Scheiße, sorry. Okay, okay, okay. Da ist ein Sack. Nicht mit mir. Okay, über uns ist immer noch keiner rausgekommen, ne? Mach du Stase, Stase. Rechts von dir, rechts von dir. Ey, diese schnellen Viecher gehen so. Boah. Ich muss nachladen. Links von uns. Ich schieß ihm die Beine weg. Ist er down? Nice. Okay, rechts von dir. Zack, schieß. Schieß. Oh. Okay, okay, okay. Lebt der immer noch? Über uns ist schon einer rausgekommen, okay. Hier lebt noch irgendwas. Ja. Da ist er. Boah, die sind voll widerlich, ne? Ja, wir waren ja noch nicht. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich. Wenn jetzt hier über uns ein Sack rausfällt und wir beide sterben, lache ich. Okay, noch ein schneller. Rechts ist der. Und links ein großer. Beine, 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 Beine. Großer. Ich stase. Beine. Schneller. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine. Nein, mach keinen Scheiß. Steh auf, steh auf. Stase, 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 Stase. Ich komm zu dir. Schmeißen. Achso, du hast schon. Okay, Beine, 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 Beine. Nice. Okay, ich bin hinter dir. Okay, safe. Rechts ist sicher. Ne, rechts kommt ein rechts kommt ein Dicker. Ich hab Stase. Okay. Warte, 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 ich reite dich. Okay, und jetzt bewegen, bewegen, bewegen. Okay. Oh, ich hab kaum noch Schuss. Scheiße, ich muss nachladen. Boah. Der lebt ja immer noch. Der lebt immer noch. Ich glaub's nicht. Okay, down. Alter. Da muss ich sagen, jetzt mal Respekt an uns. Das war nice. Das war ohne zu sterben, Alter. Nice, ey. Das wird immer besser. Jetzt geht's erstmal looten und leveln. Oh, da ist so ein Lager drauf dann auch noch. Oh ja. Wie gesagt, dasselbe Lager habe ich doch auch schon mal. Wieso leuchtet das hier? Wieso leuchtet das Vieh? Achso, der hat so eine Taschenlampe am Arm. Ja, braucht er auch. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal unseren wohlverdienten Loot abholen. Let's plünder. 3, 2, 1, meins. Munitionssammler. Präzisionsspitze. Halbleiter. Kompressor. Wie, das war's? Okay. Aber der Munitionssammler hat das. Da bin ich aber dennoch auch ein bisschen enttäuscht. Okay, der kann vielleicht in so einem Kampf wie jetzt gerade zum Beispiel gar nicht schaden. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Also, hätte ich mir mehr von versprochen. Okay, Munitionslog checken. Ja, wir haben die optionalen Missionen jetzt durch. Ah, diese Bank. Natürlich sehr schön. Ja. Ah, und mein Sucherbot wartet auch noch.
ist das? Mein verlorener Sucherbot ist das. Der war aber lange weg. Ah, eine Vorratskiste war auch noch dabei. Nice. Okay. Ja, wir haben jetzt alle optionalen Missionen abgeschlossen im Kapitel. Das ist doch mal was. Boah, es war schon knackig. Moment, ich kann mal prüfen, wie so meine Munition bestellt ist. Ohne Witz, Munition habe ich mir vorher nie Gedanken drum gemacht, ne? Und jetzt... Ja, das geht eigentlich. Ja, meine Waffe. Noch. Ja. Okay. Ja, sauber, ich kann wieder Munition herstellen. Ich bin mit den Waffen eigentlich echt zufrieden, die ich habe. Deswegen nutze ich auch das ganze Zeug für Munitionsupgrades. Die sind auch schön ausbalanciert eigentlich. Die obere ist ja eh nur für die kleinen, von daher... kann ich hier noch was verbessern? Ist auch super. Dann muss ich mal hier noch was gucken. Alles eingebaut. Hier. Ich finde diese medizinische Hilfe, die merkt man kaum. Die Waffe nehmen wir, wenn es richtig rund geht. Deswegen würde ich sagen, packe ich da jetzt mal den Munitionssammler ein. Dass ich mich in der Fight-Situation dann nicht um so einen Scheiß kümmern muss. So. Waffe gebastelt? Ah, warte, ich muss hier mal... F zurück und F zurück. Okay. Und ich muss Munition herstellen. Jetzt warte. Ja, das trifft sich gut. Mein nächster Superbot ist gerade angekommen. Die kommen jetzt einzeln, die wollen mich, glaube ich, verarschen. Ey, die kommen tatsächlich einzeln. Ah, geil, 107 Rationspunkte. Kann ich denn Upgrades, diese Platinen wieder raushauen? Ah, du kannst quasi die komplette Waffe demontieren. So, dann schauen wir in der Zeit mal in unsere Textlogs rein. Das haben wir, glaube ich, als letztes gesammelt. Ja. Genau. So, fing nicht zuletzt erzeugt. Ne? Ptolemäus, speziell mit Hilfe. Oha! Platin-Slot freischalten. Diese große Leistung schafft nicht mehr die ganze Energie von außen entfernt. Ja, das Ganze hat eigentlich mal kurz umrissen. Ich habe gerade so einen Textlog gezeigt. Das hat mal kurz umrissen, warum die Menschen überhaupt so bescheuert sind und diese ganzen Marker bauen. Die erhoffen sich davon eine unendliche Energiequelle. Und der Marker sendet so, sag ich mal, Botschaften an das Gehirn, die sich dann in Visionen widerspiegeln. Und er übermittelt sozusagen die Message, ja, mach uns ganz, die Konvergenz ist nahe, Konvergenz so, das Zusammenwachsen von Menschheit und dem Marker sozusagen. Problem an der Sache ist nur, dass wenn dieser Prozess nicht eintritt, sprich die ganze Menschheit stirbt, dann ist der Marker sauer, in Anführungsstrichen, weil die nicht als diese komischen Necromorphs wiedergeboren werden. Und dann findet die Säuberung statt, was wieder darum endet, dass die ganze Menschheit stirbt. Also im Endeffekt sind wir eh am Arsch. Deswegen frage ich mich, wie man so verblendet sein kann. Deswegen rufen die ganze Zeit, ja, wir werden wiedergeboren, hey, voll Party und so. Aber checken nicht, dass sie im Endeffekt dann als solche hässlichen Sensemänner enden, die uns gerade voll den Arsch aufgerissen haben. Hey Ingenieur, wie sieht's aus? Ich hoffe, es ist einfach nicht der Fail. Schlechthin. so wie mein geiler Säurestrahl, den ich da gebastelt habe. Bisschen rumprobiert, hier komm, das muss jetzt aber. Okay, was hat er sich da jetzt zusammengebracht? Das sieht auf jeden Fall schon mal megamäßig geil aus. Was kann es? Hat 7 Schuss und 5 und unteren Schuss. Okay. Wow. Machen wir den oberen?
Alter, das sieht aus wie eine megamäßige Shotgun. Okay, dann kümmere ich mich ab jetzt um die Kleinen. Das sieht aus wie Gerät für Großes. Im Nahkampf. Ich hoffe, das ist im Nahkampf auch nicht schlecht. Ja, gerade im Nahkampf fehlt uns extrem viel Stärke momentan. Ich hoffe, du kannst uns da den Weg frei schaufeln. Weil wenn man so eingekesselt ist, ne? Mhm. Richtig. Was ist denn das Schönes? Erklär uns doch mal, was du da hast. Das ist dieses komische Ei, was du einmal gefunden hattest, wo du dich gefragt hattest, was es sei. Okay. Das war, ja, die Anleitung für diese Waffe und es ist irgendwie so Naniten, nicht Naniten, sondern Nieten. Nieten-Shotgun? Genau. Und unten? Wo ich unten einfach so einen komischen Kern rangeklatscht habe, damit er zum Hammer wurde. Okay. Und dann auf Full Damage oder was hast du da reingeballert für Platinen? Wie lange fahren wir eigentlich? Bislang habe ich bloß 2 Platinen fürs obere und untere. Wow, Gegner, dann probier direkt mal aus. Wie er geflogen ist. Alter, der lebt aber immer noch, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Aber voll weggeschlagen, das ist auch nicht mal praktisch. Immer. Ja. Wie ist er? Wenn der nicht. Warte mal, ich muss den mal kurz Stase. Ich wurde soeben zerrissen. Ich hoffe nicht, dass der Speicherpunkt jetzt zu weit zurückliegt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt einfach diese scheiß Waffe neu machen muss. Musst du? Nein, das sieht gut aus. Ist sie das? Ja. Okay, nice. Das ist sehr großzügig vom Spiel. Okay, jetzt müssen wir nur wieder die ellenlange Fahrzeug hier, Fahrstuhlfahrt auf uns nehmen. Okay, dieser Schnelle, der ist echt nervig. Der ist nämlich direkt die Shotgun. Okay, wir wissen jetzt, was passiert. Bevor wir rausgehen, lass uns schon mal eine Ecke suchen, die wir uns vercampen. Ja. Sieht schon geil aus mit dieser Säge, die sich daran dreht. Ich weiß nicht, ob du das von deiner Sache da aus sehen kannst, wie geil, wie der sich ausklappt. Klapp nochmal ein. Geil, nochmal aus. Boah, das ist schon episch. So, Fahrstuhl, komm. Alter, fahren tiefer und tiefer. Ich mag generell bei so Spielen nicht, wenn man im Fahrstuhl nach unten fährt. Okay, so. Da ist die Bank. Ich duck mich mal kurz. Okay. Denk an Stase und Vollgas. Geradeaus durch zur Tür. Und umgehen. Erstmal schnell, der nervt voll. Shotgun. Okay, der Schnelle ist, glaube ich. Ja, der Schnelle ist down. Was? Ich habe doch gerade ein Medipack eingesetzt. Stase und dann. Alter, was? Kann einfach nicht wahr sein. Wie sie einen halt einfach tooten. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nochmal mit der Shotgun versuchen. Ja, in der Situation kommen wir echt noch mit der Shotgun klar, glaube ich. Kann vielleicht sein, dass du dich damit gut durch diese kleinen Viecher durchsäbeln kannst. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, vielleicht fehlt auch, muss ich da noch ein bisschen was dran ändern, umbauen. Hast du schon so ein Schockmodul? Nee, habe ich zum Beispiel noch nicht. Das wäre ziemlich praktisch. Ja, das ist, glaube ich, echt geil. Das im Feuer. Schockmodul ist vor allem gegen die starken, fetten Viecher ziemlich stark, oder? Scheint so, ja. Ja, wir müssen echt uns angewöhnen, erst denen die Beine wegzuschießen, weil das vor allem, was machen wir mit dem Schnellen? Der geht mir richtig auf den Sack, der bedrängt einen, dann kann der Große näher kommen. Okay, los, durchrennen. Auch. Lass uns den Schnellen zuerst komplett zerkloppen, okay? Ah, geil. Ich habe gerade was rausgefunden. Der Schnelle ist empfindlich gegen Flammenwerfer. Beine. Und der andere lebt noch. Nice, der ist down. Lebt noch einer, vorsichtig. Da ist er. Beine. Jawohl, ja. Oh, noch einer. Ist links von dir was? Nee, links ist safe. Ja, links ist safe. Wie er halt immer noch nicht aufgegeben hat, ne? Okay, geil. Das ist wirklich praktisch. Diese schnellen Mistviecher sind empfindlich, nicht anfindlich. Hä, wieso sollen wir denn den Fahrstuhl nehmen? Ach so, ja klar, wir müssen ja aus dem Bereich hier auch nochmal raus. Wir sind empfindlich für Feuer, das muss ich mir merken. Okay, ich habe eben mal kurz noch ein bisschen mehr Trefferpunkte, wenn du so. Oh ja, das ist nötig. Wie viele fehlen dir noch, bis du voll hast? Ich habe jetzt 3 abgewählt schon. Also 5 kann man, ne? Ja, warte mal, kurz nochmal checken, ob wir richtig sind. Ja, wir sind richtig, in die Biologie. Dann geht es nach diesem kleinen Ausflug in die optionalen Quests jetzt weiter mit der Hauptquest.
Und wenn wir schon ein Spiel zocken, wollen wir auch alles zeigen, oder? Speicherkompatibel, schmeckt mir. Hörst du das? Ja, dieses Knirschen, ne? Mhm. Okay, ich bin direkt hinter dir. Da ist irgendwas, oder? Ja, ein Weg. Ja, da geht's auf jeden Fall lang. Ja, wir müssen ja wieder zur Biologie jetzt. Ich nutze diese Rolle viel zu selten, auch in Kämpfen. Ja, da geht's lang. Moment, ich hab doch... Ist da hinten nicht dieser Bereich gewesen, wo man die Sucherbots gut einsetzen? Stimmt. Hör mal. Gehirnwäsche pur. Ein Geist, ein Körper. Und deine Mutter. Achso, der hat sich selber schon gerichtet. Ein Geist, ein Körper. Konvergenz. Voll gut. Dafür gibt's einen Tritt. Oh, guck mal, neue Kasten. Kästen ist der Plural, nicht Kasten. Zielfernrohr mit vollem Zoom. Und dann muss ich einsammeln. Schade. Sonst kriege ich nicht hier 100% in der, ne, Missionsauswahl. Oh Gott. Genau zwischen uns, jawohl. Muss nachladen. Ja, halt kein. Wie hinterrücks, ey. Schmeiß mal Medipack rein. Dabei wollte ich doch nur meine Sucherbots aussetzen. Ja. So. Ressourcensammler online. Ah, gibt's hier noch einen Punkt, weil das Areal ist so groß? Ne, hat aufgehört. Sehr schön. So. Okay, jetzt aber. Jetzt aber Biologie. Ich frag mich nur, wie der Typ so Forever Alone da hingekommen ist. Wenn wir da einmal so einen Mucks machen, sofort. Unfassbar. Sport und Totschlag. Ja. Er schreit auch noch so rum, wie so ein Irrer. Ja, weißt du? Und dann kommen wir... Ein kleines Quiz, Isaac, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Fakt. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische Organismen wachsen lässt und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Einfach. Unfassbar. Irgendwo unten in Mexiko oder so. War das Mexiko? Ich meine, es war Mexiko. Ja. Da war so ein schöner Krater und da unten haben sie ihn ausgebuddelt und in der Tiefsee. Und danach sind alle verreckt und er glaubt immer noch daran, dass es was Gutes ist. Wie kann man so dumm sein? Ah, die kenne ich noch aus dem zweiten Teil. Nicht rangehen, pass auf. Bums. Ich wette instant tot. Wenn du dann vorbeigehst, dann sind die kleben auch gerne mal an der Decke oder an den Wänden. Wenn du dran vorbeigehst, dann schmeißen die ihre Scheiße. Und die kannst du nämlich auch auffangen und schmeißen. Oh. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ja, richtig. Wie gesagt, die kleben echt gerne mal an der Decke. Boah, Alter, ich glaube, wir sind wirklich in der Biologie gelandet. Aber bist du Feuer, um das hier wegzubrennen? Kann ich mal ausprobieren? das klappt erstaunlich gut. 2. Okay, die Tür ist. Oh Gott, jetzt habe ich wieder diesen Hockbug. Safe, safe, safe. Stimmt, irgendwo mies jetzt so. Was? Da! Vorsicht, ich gehe mal zur Seite. Gib ihm noch einen Schuss. Nice. Okay. Ja, zum Glück hört man die ein bisschen. Okay. Ich erwarte schon fast wieder was. Warte, ich muss mal kurz was wissen. Hier ist nix. Da ist nix. Da spätestens. Okay, das heißt, wir sehen die aber lange vorher kommen. Hier im Raum ist auch keiner. Dann los. Gaspumpe offline. Ah, okay. Also müssen wir Gaspumpe machen. Ich würde sagen, bevor wir Gaspumpe machen, machen wir erstmal Part vorbei. Ja. Auf jeden Fall, also eine Folge geht noch kommen, also. Dann können wir die Session auch fertig machen. Was hältst du davon? Das können wir machen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im nächsten Part.
Und ja, man merkt ja, langsam hört es auf mit dem Failen, beziehungsweise was heißt, es hört auf. Es wird auf jeden Fall besser. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen optimieren können. Das ist übrigens mein neues Lieblingswort, optimieren, das habe ich von Chris. Ja. Dann bis die Tage.